So, heute soll es mal um das Thema Datenrettung gehen, und zwar von dieser USB-Platte hier. Die habe ich jetzt hier schon mal zerlegt, und das Problem ist folgendes: die funktioniert nur noch so halbwegs. Also Windows erkennt die Platte nicht mehr richtig. Idealerweise lässt man es gar nicht so weit kommen, und hat natürlich ein Backup davon. Das ist jetzt hier das Problem: von dieser Platte gibt es ja kein Backup, ne? Hat man nicht vorgesorgt. Und ja, wie können wir da jetzt versuchen, die Daten zu retten? Gleich mal vorneweg. Das ist jetzt bloß nochmal so ein bisschen so eine Richtlinie, weil letztendlich garantiert, dass man da wirklich noch die Daten runterbekommt, da hat man keine Garantie für. Bei der Platte jetzt hier, man sieht, da leuchtet es noch, da blinkt noch was, da funktioniert noch was. Und wenn man jetzt genau hinhört, hier, die läuft auch noch an. Wenn die jetzt gar nicht mehr anläuft, dann hat man eigentlich gleich Pech gehabt. Also wenn man jetzt bloß noch so ein Klackern hört oder sonst was, dann hat man eh ein Problem. Ja, das ist jetzt hier, das hier ist ja der USB-Teil, also das ist eine ganz normale SATA-Platte. Hier ist der USB-Controller und dann das Kabel, das geht dann hier zu dem Rechner. Hier sieht man dann eigentlich auch recht schön, was jetzt hier schon das Problem ist. Wir haben die Festplatte jetzt hier angeschlossen, und wenn ich jetzt hier auf den Arbeitsplatz oder in den Explorer reingehe, dann dauert das schon mal ewig, bevor hier überhaupt etwas erscheint. Also es öffnet sich jetzt hier nichts. Ich sehe jetzt hier unten zwar, sieht man zwar, dass der Datenträger hier irgendwo eingebunden ist, aber wirklich funktionieren tut es nicht. So, ich warte jetzt hier schon eine ganze Weile. Es blinkt auch noch. Man hört hier, dass er da auch versucht, so Zugriffe zu machen. Hier im Explorer tut sich immer noch nichts. Und auch wenn ich hier rechtsklick die Datenträgerverwaltung aufrufe, da tut sich nichts. Also öffnet sich nichts. Und ja, die Frage ist, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Meine Idee ist jetzt folgende: wir bauen jetzt die Festplatte. Wir nehmen jetzt hier den USB-Controller mal weg. Und dann werden wir da mal mit der Ultimate Boot CD mal drauf schauen. Also ich baue die jetzt in den Rechner ein, dann nehmen wir die Ultimate Boot CD, die kann man ja kostenlos herunterladen, booten von der und gucken mal, was wir da für Datenrettungsoptionen haben. Weil es ist ja hier eine ganz normale SATA-Platte. Das heißt, die können wir da direkt mal einbauen. So, das ist jetzt hier mein Rechner. Den habe ich jetzt hier mal aufgemacht. Das ist ein alter PC einfach nur. Und da haben wir jetzt hier Strom. Da haben wir das Datenkabel und da bauen wir jetzt mal einfach die Festplatte hier mal rein. Also einfach das Datending anstecken und den Strom, und dann können wir es jetzt für den Test einfach mal auch mal so betreiben. Wir legen die Boot-CD ein. Ja, als nächstes müssen wir noch im BIOS noch schauen, dass wir eben jetzt richtig von der CD booten. Da gibt es dann halt meistens den Unterpunkt Boot natürlich, und da kann man dann die Boot-Settings festlegen. Hier ist uns wichtig, das First Boot Device muss jetzt hier in unserem Fall dieses CD-DVD sein. Ansonsten kann man das dann je nach BIOS entsprechend abändern. Und ja, dann geht man auf Beenden und auf Speichern halt. So, die DVD oder CD hat gebootet, und jetzt haben wir hier eben die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. In unserem Fall gehen wir jetzt mal hier auf den Unterpunkt HDD, und da haben wir hier zum Beispiel den Unterpunkt Data Recovery, und da habe ich schon ein paar Mal gute Erfahrung hier unten mit diesem Test-Disk gemacht. Das hilft uns hier weiter. Da unten steht das jetzt zum Beispiel, hilft uns Recover Deleted Partitions, Rebuild Boot Sector, bla bla bla. Also das starten wir jetzt einfach mal. Können wir jetzt hier mit den Default Settings einfach mal starten. Das dauert jetzt einen Augenblick und dann schauen wir weiter. So, das hat jetzt hier eine ganze Weile gedauert, aber es hat jetzt gestartet. Das ist jetzt hier die Software Test Disk bzw. das Linux Image, und wir können jetzt hier mal auch zum Beispiel auf Disk Health gehen, und da können wir uns jetzt mal von der Platte jetzt hier, die hat er jetzt hier zumindest schon mal erkannt, das ist ein gutes Zeichen. Können wir jetzt einfach hier mal reinschauen. Und da sehen wir jetzt hier unten schon, okay, hier sind rote Tabs drin. Das heißt, ja, da ist irgendwas nicht so ganz gut mehr mit der Platte. Da haben wir jetzt hier, wenn wir ins Error-Log reinschauen, da haben wir jetzt hier zum Beispiel Uncorrectable Error in Data, ein Sektor at LBA, LBA. Ja, das betrifft den Boot-Sektor, und das erklärt auch, warum wir unter Windows eigentlich nicht mehr darauf zugreifen konnten. Wir können jetzt hier noch Tests machen. Sollten wir eher nicht machen. Also generell ist jetzt der Hauptfokus sollte darauf liegen, dass wir jetzt hier die Daten runtersichern und nicht jetzt hier zu viel mit der Platte noch machen. Das heißt, wir schließen jetzt hier einfach eine zweite Platte an und versuchen jetzt hier mal über den File Manager drauf zuzugreifen. Da haben wir dann hier eben,
das Laufwerk hier drin. Und ja, der Zugriff, der dauert jetzt hier schon extrem lange. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass an der Platte hier irgendwas nicht stimmt, wenn die Zugriffe extrem lang werden. Also auch wenn das unter Windows passiert, sollte man auf jeden Fall hergehen und die Daten runtersichern. Jetzt haben wir hier die gute Nachricht. Wir können darauf zugreifen. Wir sehen jetzt hier alle Ordner etc. Und ja, genau. Was ich jetzt hier schon gemacht habe, ist, ich habe jetzt hier mal alle Daten auf eine andere Festplatte kopiert. Das hat ewig gedauert, weil der Zugriff extrem langsam war. Aber es hat geklappt und so konnte ich halt alle Daten von dieser Platte jetzt sozusagen retten. Ja, als Fazit, in dem Fall hat es jetzt geklappt, muss aber nicht klappen. Letztendlich ist es auch so ein bisschen Glückssache. Es hätte jetzt auch, wenn die Festplatte wirklich richtig kaputt ist und gar nicht mehr anläuft, da hätten wir da jetzt auch keine Chance gehabt. Auf jeden Fall, wenn die Platte noch läuft, dann kann man auf jeden Fall versuchen, mit dieser Ultimate Boot CD da noch versuchen, drauf zuzugreifen. Ja, das war's, was ich mit dem Video zeigen wollte. Macht schön Backups und ciao.